4 Unterschriften und 2 Küsschen. So sah er aus, der Neustart für die deutsch-französische Freundschaft heute Mittag in Aachen. Die Bilder dazu gleich und das hier. Von der Straße in den Knast, wie die ungarische Regierung Obdachlose kriminalisiert. Und auf die Piste ohne Promille, wie Norwegen Wintersportler aus ganz Europa anlockt. Und damit willkommen heute in Europa. Ein Vertrag des Teufels, das zumindest würde Marine Le Pen wohl sagen, wenn man sie fragt. Der Aachener Vertrag, so warnt die französische Rechtspopulistin, plane unter anderem Teile des Elsass unter deutsche Vorherrschaft zu stellen. Vorneweg, das ist Quatsch. Eher könnte man kritisieren, dass es schon länger die Franzosen sind, die den Ton setzen in Sachen Zusammenarbeit und das Tempo vorgeben, während Deutschland ziemlich zögerlich hinterhertrabt. Aber vielleicht kommt mit diesem Vertrag heute ja tatsächlich wieder neuer Schwung in die Beziehungen. Das könnten schließlich nicht nur Deutschland und Frankreich dringend brauchen. Die Bilder heute ähneln denen von damals. Heute wird der Aachener Vertrag besiegelt als Ergänzung zum Élysée-Vertrag, der vor 56 Jahren von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer unterzeichnet wurde. Nach langer Feindschaft hieß es: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Der neue Vertrag sieht eine noch engere Zusammenarbeit vor in der Europa- und Außenpolitik, bei Militär- und Rüstungsfragen. Der Wirtschaftsraum soll noch stärker zusammenwachsen, vor allem in Grenznähe, beim Nahverkehr, in Kitas, an Universitäten. Konkret geplant zudem die Abschaltung des französischen Atomkraftwerks Fessenheim. Warum setzen wir den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aus seiner Rede an der Sorbonne im September 2017 bereits 16 Monate später um? Wir tun dies, weil wir in besonderen Zeiten leben und weil es in diesen Zeiten entschlossener, eindeutiger, klarer und zukunftsgewandter Antworten bedarf. Eben jene Umsetzung der Sorbonne-Rede sehen indes keineswegs alle in dem neuen Vertrag. In diesem Vertrag wurde leider immer mehr und mehr Inhalt auch rausgenommen. Also gerade der Bereich, den wir stärken müssten, eine Zusammenarbeit in wirtschaftspolitischen, in sozialpolitischen Fragen in Europa, wo die Franzosen ja auch Vorschläge gemacht haben, da gibt es eben keinen richtigen Fortschritt. Vor dem Aachener Rathaus Europafreunde wie auch Protest, den gab es auch schon im Vorfeld. In Frankreich verbreiteten Rechtspopulisten unter anderem die Deutung, der Vertrag solle das Elsass unter deutsche Vormundschaft stellen. Die Replik des Präsidenten: Jene, die den Wert der deutsch-französischen Aussöhnung vergessen, machen sich an den Verbrechen der Vergangenheit mitschuldig. Jene, die unsere Geschichte verzerren oder Lügen verbreiten, schaden ihr und unseren Völkern, die sie zu verteidigen vorgeben. Im Anschluss gab es einen Bürgerdialog. Unter anderem ging es darum, wie nach einem Brexit der Austritt anderer EU-Mitglieder verhindert werden könne. Da fragen wir nach bei unserer Frankreich-Korrespondentin, die in Aachen dabei ist, Christel Haas. Manchen geht der Vertrag also zu weit, anderen nicht weit genug. Wie wird er denn in Frankreich aufgenommen? Naja, dieser Vertrag ist natürlich Wasser auf die Mühlen der französischen Populisten, sei es von rechts, sei es von links. Denn das, was sie eint, ist eine ganz ausgeprägte Europaskepsis. Und nun schüren sie noch neumals die Ängste, die alten Ängste, die in Frankreich durchaus präsent sind und vor allem in Elsass-Lothringen, nämlich die Ängste vor einer deutschen Dominanz. Die französischen Medien reagieren heftig. Die französische Tageszeitung Le Monde schreibt in einem Leitartikel, Die Rechtspopulistin Le Pen mache nicht nur sich selbst lächerlich, sondern ganz Frankreich. Grundsätzlich aber wird in Frankreich die deutsch-französische Freundschaft nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz, das Interesse an konkreten Verbesserungen für die Bürger ist groß. Das hat man auch gesehen an dem Bürgerdialog, den Emmanuel Macron und Angela Merkel nach der Unterzeichnung des Vertrags gehalten haben, eine Stunde lang etwa. Da kamen so Fragen wie Angleichung der Schulabschlüsse, bessere Zugverbindungen, aber auch, wir haben es gerade gehört, die Frage danach, was Deutschland und Frankreich denn tun könnten, um zu verhindern, dass noch mehr Staaten aus der EU austreten. Die große Herausforderung für Emmanuel Macron sind jetzt die Europawahlen in 4 Monaten. Die werden für den überzeugten Europäer Macron dann doch ein erster richtig großer Stimmungstest zur Hälfte seiner Amtszeit. Und nicht nur für Macron. Vielen Dank nach Aachen, Christel Haas. Ja, und während sie in Aachen also alles dafür tun, wieder näher zusammenzurücken, überlegen die Briten immer noch, wie sie das mit der Trennung am besten hinbekommen. Der Plan B von gestern jedenfalls hat bekanntlich keine Lösung gebracht.
Im Gegenteil, nun planen offenbar mehrere Gruppen von Abgeordneten der Regierung das Heft aus der Hand zu nehmen. Mit Änderungsanträgen im Unterhaus wollen Opposition und EU-Freunde unter anderem ein zweites Referendum erzwingen. In Irland bereitet man sich unterdessen auf das No-Deal-Szenario vor, den Worst Case also. Denn der EU-Austritt Großbritanniens ohne Scheidungsvertrag würde aus der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland eine EU-Außengrenze machen. Aus Dublin, Yasin Herlein. Good afternoon. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng in diesem Kellergewölbe in einem Bürogebäude irgendwo im Herzen von Dublin. Mehrere schwere Türen, Überwachungskameras, 24 Stunden im Betrieb und ohne zweiten Schlüssel geht hier gar nichts. Kein Wunder, hier lagern Schätze von beträchtlichem Wert. Das ist einer unserer größten Barren, ein Kilo mit dem aktuellen Wert von rund 36.500 Euro. Das Geschäft läuft blendend zurzeit und das hat einen bestimmten Grund. Im letzten Jahr hat die Schließfachfirma einen 70-prozentigen Zuwachs an Kunden aus Nordirland erfahren. Niemand weiß, was der Brexit bringen wird. Wird es ein harter oder ein weicher Brexit? Wird es Grenzkontrollen geben? All diese Angst hat die Nachfrage aus Nordirland entstehen lassen. Wo Angst ist, sucht man nach Sicherheit. Und Gold bietet diese Sicherheit. Nordiren, die ihr Vermögen in Gold anlegen und dies in der Republik Irland einlagern. Der Brexit treibt seltsame Blüten. Aber auch hier im Süden ist die Sorge um einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU groß. Wir hatten so viel Ärger mit der Grenze in der Vergangenheit und wir wollen auf keinen Fall, dass das wiederkommt. Wir haben eine große soziale, kulturelle und wirtschaftliche Verbindung mit Großbritannien. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich wünschte, ich wüsste, wie man das Problem lösen kann. Nach Lösungen sucht auch dieses Unternehmen in Cork. Es stellt gesundheitsfördernde Futterzusätze für die Viehhaltung her. Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Irland. Größter Exportmarkt ist gleichwohl Großbritannien. Ein harter Brexit würde die Firma in Schwierigkeiten bringen, doch man ist gewappnet. Das Vereinigte Königreich ist nach wie vor wichtig für uns und wir werden weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Aber wir konzentrieren uns darauf, andere Märkte zu erschließen und haben dabei auch schon einige Erfolge vorzuweisen. Angespannt beobachtet man in Irland das Brexit-Drama auf der Nachbarinsel und hofft auf einen guten Ausgang. Doch wenn es zu einem harten Bruch kommt, will das Land vorbereitet sein. Und für alle, die glauben, sie hätten in London im Moment nur den Brexit im Kopf, hier unser Europaspot. Hamburg hat die Elbphilharmonie, London plant das Center for Music. Und so könnte sie aussehen, die topmoderne Konzerthalle inklusive Musikschule. Mittendrin die Londoner Symphoniker mit Chefdirigent Sir Simon Rattle. Fehlt nur noch ein kleines Detail, die rund 300 Millionen Euro für den Megabau. Die sollen von Spendern kommen. Über jede Menge Schnee freuen sich diese vierbeinigen Wintersportler in Rumänien. Hochmotiviert sind sie ins erste Rennen der Saison gestartet. Nach dem Zieleinlauf gab es auch ganz professionell die Interviews. Schließlich muss man ja dem Nachwuchs zeigen, wie es funktioniert. Nur eine Tasche voll mit seinen Habseligkeiten, eine Decke noch, wenn man Glück hat, vielleicht einen Pappkarton als Schlafunterlage. Das Leben als Obdachloser, gewünscht hat sich das wohl keiner so. Umso fassungsloser macht deshalb ein Gesetz, das seit Oktober in Ungarn gilt. Statt Hilfsangeboten und warmer Suppe nämlich, gibt es für Obdachlose in Ungarn jetzt sogar die Androhung von Haftstrafen. Der Moritz-Schiedmund-Platz in Budapest. Hier kauert Zoltán täglich. Scheidung und Jobverlust haben ihn aus der Bahn geworfen. Seitdem ist er obdachlos und seit letzten Oktober macht er sich damit auch noch strafbar. Zoltán wird verhaftet, kommt vor Gericht. Das Urteil steht noch aus. Ich bin nun ein Krimineller. Schlafen auf einem öffentlichen Platz, das ist mein Verbrechen. Nach drei Verwarnungen kann jeder Obdachlose zu gemeinnütziger Zwangsarbeit oder 2 Monaten Gefängnis verurteilt werden. Anwältin Agnes Kalutta hat die Verteidigung von Zoltán und weiteren Fällen übernommen, ohne Bezahlung.
Das neue Gesetz steht in völligem Widerspruch zu den allgemeinen Menschenrechten, die durch internationales Recht garantiert sind. Und es widerspricht auch dem ungarischen Grundgesetz. Die Obdachlosen sollen weg von der Straße. Doch für die rund 30.000 Menschen ohne Dach über dem Kopf gibt es gerade mal 11.000 Plätze in Notunterkünften. Und die meisten wollen sowieso lieber auf der Straße bleiben. In den Heimen wird allzu oft gestohlen und geprügelt. Das weiß auch Sozialarbeiterin Reka. Jeden Abend sind sie und ihre Kollegen unterwegs, leisten Hilfe. Das Gesetz hat die Lage verschärft und macht vielen Angst. Gerade Plätze wie diese Unterführung werden regelmäßig von der Polizei kontrolliert. Ich nehme wahr, dass die Obdachlosen ihren Ort viel öfter wechseln. Sie sind mal hier, mal da. Vorher hatten viele einen fixen Platz. Wir treffen auch viel weniger Obdachlose als früher. Zurück zu Soltan. Auch er musste schon mehrmals seinen Platz räumen. Diese Gitter wurden angebracht, damit ich hier nicht mehr schlafen kann. Von dem Bewohner, der auch schon meine Kleider, mein Radio und mein Essen einfach in die Mülltonne geworfen hat. 35 Euro im Monat würde ein Platz in einem Obdachlosenheim kosten. Nicht mal das kann Soltan sich leisten. Und so wird er auch die nächste Nacht wieder auf der Straße verbringen und sich weiter strafbar machen. Und klar, der Winter macht die Lage noch schwieriger. Jedes Jahr sterben sogar in Deutschland Obdachlose aufgrund der kalten Temperaturen. Ganz anders sieht die Lage natürlich für Wintersportfans aus. Das Quecksilber im Minus, das bedeutet für sie vor allem, den Skiträger aufs Autodach zu montieren und los ab auf die Piste. Und dass die nicht unbedingt in den Alpen liegen muss, das zeigen wir Ihnen jetzt. Norwegen wäre doch mal eine Alternative. Schneesicher, nicht ganz so überlaufen und ganz ohne Jagertee-trunkene Pisten-Rowdies. Viele mögen bei Skifahren in Norwegen erstmal an Langlauf denken. Doch tatsächlich bietet das Land auch hervorragende alpine Möglichkeiten. Allerdings weitgehend ohne Alkohol auf der Piste. Ich glaube, wir haben da eine wirklich gute Trennung. Während des Tages spielt Alkohol eigentlich keine Rolle auf der Piste. Der kommt erst nach einem schönen Tag auf Skiern ins Spiel. Das Skigebiet von Hemsedal liegt 3 Autostunden von der Hauptstadt Oslo entfernt. Vor allem in der Woche geht es hier beschaulich zu. Am Wochenende kommen dann die Osloer. Richtig hell ist es jetzt nur für 5 Stunden am Tag. Doch das Flutlicht, gespeist mit norwegischer Wasserkraft, taucht das ganze Tal in warme Töne. Und auch das gibt es in Hemsedal am Wochenende. Ein ziemlich wildes Afterski mit feiernden Skandinaviern und Live-Musik. Allerdings, wenn hier die Party steigt und der Alkohol strömt, ist draußen Schluss. Während sich die letzten Skifahrer, die nicht feiern wollen, auf den Weg in die Hütten machen, rücken schon früh die Pistenraupen an, um alles schick für den nächsten Tag zu machen. Alkohol und Piste, das wird hier in der Regel getrennt. Das ist einfach Teil der norwegischen Kultur. Bei uns gibt es Alkohol weniger im Alltag, das ist eher eine Sache zum Feiern. Sport und Alkohol ist einfach keine gute Mischung. Musik und Alkohol, das passt. Music and alcohol is a perfect mix. Und dass das ganz gut funktioniert, das merkt auch Rettungssanitäter Ole Johnny in Hemsedal. Meistens ist sein Motorschlitten nur zur Patrouille unterwegs, nicht um Verletzte mit Knochenbrüchen zu bergen. Wir haben wirklich wenig Probleme mit Alkohol, höchstens mal ein bisschen am Freitag, wenn hier unten gefeiert wird. Oder wenn die Party für ein paar Tage zu Ostern so richtig losgeht. Winter ganz im Norden. Ein nicht ganz günstiges, aber unvergessliches Erlebnis. Und ein klitzekleines bisschen Schnee können wir jetzt auch vermelden. Im Norden und Osten zeitweise freundlich, sonst meist stark bewölkt. Im Südwesten und später auch Südosten etwas Schnee. -5 bis +2 Grad. Und damit sagen wir Tschüss, bis morgen und einen schönen Nachmittag heute in Europa.